Einen schönen guten Nachmittag. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Mein Name ist Brigitte Lambert. Ich bin Leiterin der Trinkwasser- und Grundwasserabteilung im Wasserwirtschaftsamt und werde heute die Moderation übernehmen. Ich möchte ganz gerne das Team ganz kurz vorstellen, was an diesen Arbeiten für die Sparstrategien und das zirkuläre Wasser mitgearbeitet hat. Das ist einmal Nabila Adjaoud und Tom Michel von der AGE. Einmal das Beratungsbüro Positive Impact mit Katja Hansen und Janno Schröder. Und einmal das Studienbüro Best mit Daniel Collignon. Und wir haben eben diese Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Santé, mit Gerard Scheiden durchgeführt, mit dem Umweltministerium, mit Tom Schaul, mit der Aluso. Georges Kraus ist heute auch dabei. Und wir sind auch sehr froh, dass wir Bâtiment Public gewinnen konnten, um eben hier mitzumachen, mit Marc Turpel auch heute präsent. Heute geht es dann um die Auftaktveranstaltung und das Einführungswebinar zur Serie Zirkuläres Wasser. Und für eine kurze Begrüßung möchte ich gerne das Wort an Luc Zwang, unseren beigeordneten Direktor, weitergeben. Kleine Information noch, um ein bisschen Bandbreite zu sparen, würde ich Sie ganz gerne bitten, derjenige, der nicht gerade präsentiert, bitte die Kameras auszumachen. Dankeschön. Ja, guten Nachmittag allen zusammen und vielen Dank für Ihre zahlreiche Präsenz an unserer ersten Webinar aus der Serie über das zirkuläre Wasser, was wir anbieten. Ursprünglich war das Ganze natürlich mit Präsenzveranstaltungen und auch Exkursionen geplant. Allerdings hat uns da, wie in so manchen anderen Stellen in unserem Leben, das letzte Jahr die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut es mich, dass wir das jetzt trotzdem auf diesem Wege in Thema ist, was für jeden interessant ist und eins, was uns in Zukunft auch weiter beschäftigen wird, wenn wir uns resilienter aufstellen wollen, wenn wir Wasser vernünftig einsetzen wollen, in der Qualität, wie wir es brauchen, auch weiterhin haben wollen. Wir haben für heute 192 Einladungen, sind auch schon fast alle eingeloggt, wie ich gerade sehe. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir dann vermutlich ein interessantes Thema wirklich getroffen haben, das nicht nur uns in der Verwaltung und im Umweltministerium beschäftigt, sondern dass das wirklich ein Thema für die Zukunft ist. Und wir haben Vertreter aus Gemeinden, Planungsbüros, Architekturbüros, aus Verwaltung. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Das Programm heute ist eigentlich eine Einführung in das gesamte Thema. Nach meinen kurzen Begrüßungsworten wird es einen Vortrag von Tom Schaul auch geben, vom Umweltministerium, um das Ganze auch in den politischen Rahmen zu setzen, der Trinkwasser Sparstrategie, die wir zusammen ausgearbeitet haben und umsetzen wollen und müssen. Danach wird Brigitte Lomber einige Punkte zu der technischen Umsetzung, zu Studien, die bereits gelaufen sind, zu dem Thema bei uns in der Verwaltung einen Überblick geben. Und dann geht das Wort an die Trinkwasserversorger, wo Georges Kraus als Vertreter oder Präsident der Aluso auch auf die Rolle der Trinkwasserversorgung eingeht. Und dann haben wir noch einen Vortrag von Marc Turpel von der Administration des Bâtiments Publics, wo er auch vorstellen wird, in welchem Rahmen sie auch der Staat
diese Ideen schon zum Teil umgesetzt hat und auch noch weiter bereit ist, auf dem Weg von Wassersparen zu gehen und auch innovative Technologien einzusetzen, weil wir können ja nicht nur als Staat das von jedem fordern und dann als Staat das selber nicht machen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch Batiment Public hier für dieses Thema interessieren konnten und dass die auch schon selbst sehr viel auf dem Weg gemacht haben. Und schlussendlich gibt es dann noch einen Vortrag von Büro Positive Impact, um einen weiteren Ausblick auf die aktuellen Arbeiten zu geben und wie es dann auch weitergehen soll in diesem Thema. Wie gesagt, mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen interessanten Austausch zu wünschen. Tolle Diskussionen und ich bin selbst auch sehr gespannt auf die Vorträge und würde dann das Wort wieder an Brigitte zurückgeben. Ich glaube, ich muss das jetzt selber wieder Brigitte zur Forsch. Anna, ich bin schon weg. Alles okay. Vielen Dank, Glück. Ich wollte gerne ein paar organisatorische Sachen sagen zum Ablauf des Webinars. Zum einen wollte ich Sie informieren, dass wir dieses Webinar aufzeichnen, und zwar um es auch Personen, die jetzt heute leider nicht anwesend sein konnten, zur Verfügung stellen zu können, aber auch damit jeder, der irgendein Detail nochmal nachsehen will, das auch tun kann. Dann haben Sie die Möglichkeit, Fragen und Anmerkungen anzubringen. Ich würde Sie bitten, das im Q&A zu machen, nicht im Chat, da wir die Fragen im Q&A nämlich aufzeichnen können und eben im Nachhinein noch bearbeiten können. Das Q&A finden Sie rechts unten im Bildschirm. Gibt es so drei Punkte. Wenn man da draufklickt, dann findet man das Q&A. Und da hat man die Möglichkeit, das an jemanden zu adressieren. Ich würde Sie da bitten, in das Kästchen To Tom Michel auszuwählen, bitte, und eben Ihre Anmerkungen und Fragen an Tom Michel im Q&A zu stellen. Wir werden dann die Fragen und Anmerkungen so gut wie möglich gruppieren und im Anschluss an die letzte Präsentation dann versuchen zu beantworten. Ja, nach diesen kleinen organisatorischen Details würde ich das Wort ganz gerne an Tom Schaul vom Umweltministerium weitergeben, um ein wenig die Strategie und den politischen Rahmen zu setzen. Tom? Ja, guten Tag, hallo meinerseits. So, ich hatte ein paar Probleme, mein Mikro zum Start zu bekommen. Share noch mein Bildschirm. So, kann man das alles sehen? So, ganz einen guten Tag dann von meiner Seite aus. Ich würde Ihnen gern, mein Name ist eben Tom Schaul, ich arbeite beim Umweltministerium, wo ich für den Bereich Wasser zuständig bin. Und ich würde Ihnen gern in den paar nächsten Minuten ein bisschen die Strategie der luxemburgischen Regierung vorstellen zur Absicherung der langfristigen Absicherung der Trinkwasserversorgung. Ich habe so vielleicht Annäherung von meinem Bildschirm. Wie die meisten verschiedenen Leute von euch wissen, sind die. Ja, hallo? Okay. Okay, einen Moment, ich habe ein technisches Problem hier. Patrick, chronisch. Okay. Ich habe ein paar technische Probleme hier. Okay, ich probiere es nochmal dann.
Ja, schön, dann. Geht's los? Das ist für du vielleicht, das machst du. Warte mal. Geht es los? Okay. Okay, sorry nochmal. Zweiter Versuch. Ja, eben die Vorstellung der Trinkwasserversorgung hier in Luxemburg. Wie hat die Regierung geplant, die Trinkwasserversorgung in Luxemburg langfristig abzusichern? Wir sind hier in Luxemburg, haben wir eine ziemlich einzigartige Situation in dem Sinn, dass Luxemburg auf der Wasserscheide liegt einerseits zwischen Rhein und Maasgebiet, das ist ein Teil der Gewässer Richtung Main, Rhein laufen, das ist der andere Teil der Gewässer Richtung Maas, und dass wir eigentlich in einer Situation sind, wo wir relativ kleine Gewässertypen haben in Luxemburg mit der entsprechenden Empfindlichkeit dieser Gewässer eben, was die Gewässerqualität, aber auch die quantitativen Zustand der Gewässer bedeutet. In puncto Grundwasser ist Luxemburg so aufgebaut, dass je nach Geologie in verschiedenen Regionen Grundwasser zur Verfügung steht. Grundwasser, was extrem wichtig ist, einerseits für die Trinkwasserversorgung und auf der anderen Seite aber eben auch, um den guten Zustand unser Oberflächenwasser zu garantieren. Was jetzt die Trinkwasserversorgung anbetrifft, so ist es so, dass wir in Luxemburg die Trinkwasserversorgung ausschließlich in der Verantwortung ist von öffentlicher Hand, das heißt einerseits den Gemeinden und auf der anderen Seite eben auch Gemeindesyndikate. Von den Ressourcen her ist es so, dass in Luxemburg 50% der Ressourcen von der Talsperre am Obersauerstausee kommen und 50% von den Ressourcen aus verschiedenen Grundwassern, Leitern, die eben durch das Land verteilt sind. Ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, ein Challenge für die Zukunft wird wie in so vielen Bereichen eben auch die Klimakrise sein, die auch einen Impact haben wird auf die luxemburgischen Gewässer. Einerseits, dass nach den heute bestehenden Modellen dem im Sommer zu einem Rückgang der Niederschläge kommen wird, was dann zu Dürreperioden und Niedrigwasserperioden eben in den Sommermonaten stattfinden kann, was eben verschiedene Impakte auch auf die Wasserversorgung haben kann, weil eben der Bedarf vielleicht auch höher wird in diesen Monaten, aber die Verfügbarkeit respektive die auch die Trinkwasserinfrastrukturen eventuell nicht so ausgestaut sind, dass sie den hohen Verbrauch eigentlich gerecht werden können. Ich habe auch vorhin angesprochen, Temperaturanstieg auch in den Wintermonaten hat einen Impact auch unter anderem auf die Grundwasserneubildung, die auch potenziell abnehmen kann. Das heißt auch die Ressourcenneubildung, die abnehmen kann. Zu diesen Änderungen was das Klima betrifft, kommt dann noch hinzu, dass wir in Luxemburg eine Vergleich vielleicht mit den Nachbarländern ziemlich andere Situation haben, und zwar, dass auch durch diesen wirtschaftlichen und demografischen Wachstum auch der Trinkwasserverbrauch steigen wird. Ich werde jetzt nicht in Details dieser Grafiken eingehen, nur damit Sie wissen, wir haben in den letzten Jahren zusammen mit der Wasserverwaltung verschiedene Prognosenstudien gemacht, um eben auch den Wasserverbrauch in dem Horizont 2040, 2050 zu modellieren, unter anderem mit den Einwohnerzahlen, um eben Prognosen machen zu können, ab wann wir eigentlich in einen potenziellen Versorgungsengpass hineingeraten können. Und da haben diese Modelle ergeben, dass Zeitspanne 2040 wir doch anhand von dem demografischen, wirtschaftlichen Wachstum in Richtung Engpass in der Trinkwasserversorgung erreichen könnten. Die Regierung hat daraufhin relativ schnell reagiert, um auch langfristig, auch wenn es den Anschein hat, dass wir im Moment genügend Ressourcen haben, aber dass das mit dem Ziel auch langfristig die Versorgung abzusichern,
eine Strategie auf die Beine gestellt, um diese langfristige Absicherung einfach durch drei interaktive oder miteinander verbundenen Standbeine abzusichern. Das ist einerseits der Schutz der bestehenden Ressourcen, die Erschließung von neuen Ressourcen oder eben, was das Thema heute ist, eben auch diese Nutzung oder nachhaltige Nutzung von den Wasserressourcen, respektive um die Ausnutzung vom Einsparpotenzial. Zu dem ersten Standbein Schutz der bestehenden Ressourcen. Es wurden in den letzten Jahren auf sehr intensive Art und Weise Trinkwasserschutzzonen um die verschiedenen Trinkwasserfassungen ausgewiesen. Wir haben aktuell sind rund von 80% von diesen Fassungen von Schutzzonen ausgewiesen, respektive ist die Prozedur am Laufenden. Das ist auch vonnöten, weil wir haben ausgerechnet, dass Trinkwasserfassungen, die eine Versorgungskapazität von ungefähr 62.000 zusätzlichen Einwohner hätten, momentan außer Betrieb sind, weil eben die Wasserqualität nicht den Trinkwassernormen entspricht. Das sind vor allem Verschmutzungen durch Nitrate oder durch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Das heißt, all diese Fassungen sind im Moment außer Betrieb und das Ziel ist, dass diese Fassungen durch Verbesserung der Qualität durch mittelfristig wieder zur Trinkwassernutzung freigeben können. Das nächste Standbein ist die Erschließung neuer Ressourcen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, die natürlichen Ressourcen in Luxemburg sind aufgrund der geografischen Begebenheit relativ beschränkt. Nichtsdestotrotz wurden Studien gemacht, um verschiedene zusätzliche Ressourcen zu nutzen. Einerseits hat sich ergeben, dass noch Ressourcen eventuell auf Niveau der Mosel-Nutzung zur Verfügung stehen könnten, auch noch verschiedene Ressourcen im Hinblick auf Grundwassernutzung. Und dann oben links, das ist, glaube ich, wird ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein noch heute dieses Jahr sein, dass die neue Aufbereitungsanlage von der Seebers in Eschdorf in Betrieb genommen wird, wo eben auch die Nutzungskapazitäten vom Stausee kurzfristig erhöht werden können. Ich komme dann jetzt zum dritten und eigentlichen Thema von heute. Das ist das Wassereinsparpotenzial, wo eigentlich vorgesehen ist, dass eine Strategie auch ausgearbeitet wurde, wie man Ressourcen oder die Nutzung einsparen kann, in Anbetracht auf den verschiedenen Nutzungsarten, sei es bei Haushalten, Industrie, Landwirtschaft, aber auch auf Niveau der Trinkwasserversorger oder von besseren optimierter Nutzung von den Trinkwassernetzen. Da wurden verschiedene Szenarien ausgespielt, wie man Wasser einsparen könnte und dementsprechend eben auch dieses Szenario vom zirkulären Wasser eigentlich ausgearbeitet werden konnte. So, das war jetzt mein Teil, der ein bisschen holprig war mit der Präsentation. Ich will mich gerne dafür entschuldigen. Aber ich glaube, nachher stehe ich auch noch sehr gern für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Tom, für diesen guten Überblick über eben die politischen Entscheidungen, die in diesem Themenfeld getroffen wurden. Und dann bitte ich, mach mal mein Video an. Dann würde ich an mich selber weiterleiten. Und zwar möchte ich Sie gerne auf den aktuellen Wissensstand heben, Ihnen einen Überblick über bereits realisierte Studien geben und eben einen Ausblick geben auf laufende Arbeiten und kommende Arbeiten. Ich hoffe, dass das jetzt bei mir besser geht. Ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Bildschirm. So, dann möchte ich ganz gerne mit einigen Zahlen anfangen
Und zwar zuerst mal die Wasserentnahmezahlen. In Luxemburg werden durchschnittlich 132.000 Kubikmeter am Tag entnommen, davon ungefähr 50% aus dem Grundwasser durch Trinkwasserentnahmen der Gemeinden und Syndikate über freilaufende Quellen oder Brunnen. Dazu kommen ungefähr 42% aus Oberflächenwassern aus der Obersauertalsperre, die von der Aufbereitungsanlage der Seebis zu Trinkwasser aufbereitet werden. Und es kommt noch 1% landwirtschaftliche Entnahmen hinzu. Diese Wasserproduktion teilt sich auf Seiten des Trinkwasserverbrauchs folgendermaßen auf. Ein Großteil geht in die Haushalte, das macht 60% aus. Ungefähr 23% geht in die Industrie, aber auch in den tertiären Sektor und Kleingewerbe. 7% gehen in die Landwirtschaft und 10% machen ungefähr das nicht abgerechnete Wasser aus, wo auch die Wasserleckagen darunter fallen. Ja, für uns ist es ganz wichtig, eine Planungsgrundlage zu haben, um eben eine langfristige Planung durchführen zu können, um eben die Trinkwasserversorgungssicherheit mittel- und langfristig auch gewährleisten zu können. Und um dies zu tun, haben wir eine Reihe an Prognosen aufgestellt und verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Und so ist es so, dass bereits 2009 bis 2011 die Seebis zusammen mit Schröder Associés eine Studie gemacht haben, um mal prognosemäßig zu gucken, wie dann mittel- und langfristig der Trinkwasserverbrauch in Luxemburg evoluieren könnte. Wir haben aber dann festgestellt, dass Mitte der 2010er Jahre es zu einem sehr starken ökonomischen und demografischen Wachstum in Luxemburg gekommen ist, der eben stärker war als das, was ursprünglich angenommen wurde. Und deshalb wurde 2016 von der AGE zusammen mit MC Consult eine weitere Studie durchgeführt, um eben die neuen Zahlen mit aufzunehmen, auch mit Zahlen vom Stateg, neue Prognosen aufzustellen und eben zu gucken, weil trotz der Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsanlage der Seebes 2021 die Trinkwasserversorgung trotzdem mittel- bis langfristig voraussichtlich prekär werden kann, vor allem bei Spitzenbedarfen oder ja, um Verbrauchsspitzen abzudecken. Und deshalb haben wir auf nationaler Ebene eben eine nationale Strategie entwickelt, die auf drei Säulen basiert. Die erste Säule ist der systematische Ressourcenschutz aller bereits existierenden Grundwasserressourcen, aber auch Oberflächenwasserressourcen, um eben alle möglichen oder alle Ressourcen, die zu Trinkwasserzwecken herbeigezogen werden können, auch mittel- bis langfristig wieder reaktivieren zu können. Das zweite Pilar sind eben die Sparstrategien, wo wir uns jetzt heute wirklich extensiv damit befassen, um eben zu gewährleisten, dass der spezifische Wasserverbrauch eben gesenkt werden kann und somit das zur Verfügung stehende Wasser auf weitere Nutzer verteilt werden kann. Da wir aber in allen Prognosen sehen, dass zumindest langfristig wir trotzdem an unsere Grenzen stoßen werden, müssen wir auch neue Ressourcen in Betracht ziehen. Und das ist eben das dritte Pilar, die Erschließung neuer Ressourcen. Unser Ziel ist es, das Sparpotenzial zu steigern. So wurde in der Studie von 2016 ein Sparpotenzial von 10% angenommen. Und wir sind jetzt eben seit 2018 aktiv am Studieren, wie wir diese 10% steigern können, welche Hebel wir in Gang setzen müssen, um eben mehr Sparpotenzial zu erreichen. Und deshalb wurde eben zwischen 2017 und 2018 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut IWW
eine weitgehende Studie durchgeführt, um einerseits eine nationale Wasserbilanz aufzustellen. Das heißt, das ist die Seite des Wasserversorgers, wo eben das Wasserversorgungsnetz mit betrachtet wurde, wo auch die Wasserverluste mit aufgenommen wurden und quantifiziert wurden und eben zuerst mal veranschaulicht wurde, wie viel Potenzial noch auf Seiten der Wasserversorger besteht. Es wurden zusätzlich konsolidierte Szenarien zur Entwicklung des Wasserbedarfs bis 2040 eben durchgeführt in Betracht und unter Inbetrachtnahme eben der gewählten Gegebenheiten und gewählten Maßnahmen. Das Ganze basiert auf einer groß angelegten Literaturrecherche von Maßnahmen, die bereits im Ausland, zum Teil im nahen Ausland, zum Teil auch im weitergehenden Ausland schon mal probiert wurden und wurden auf die luxemburgische Baseline übertragen, weil auch in Luxemburg startet man ja nicht bei Null. Sondern wir sind davon eben der Baseline, wie sie 2018 bestand, ausgegangen, um unsere Berechnungen durchzuführen. Wir haben auch die verschiedenen Sparmaßnahmen und die Berechnungen auf verschiedene Sektoren aufgeteilt. Sie werden noch sehen, dass das die Haushalte, die Industrie und die Landwirtschaft sind. Und das Ganze mit dem Ziel, um eben auszurechnen, wie viel noch eingespart werden kann. Das heißt, um wie viel man zusätzliche Ressourcen ausweiten muss, um eben dem langfristigen Bedarf Rechnung zu tragen. Hier werden Sie zwei Grafiken sehen. Die erste Grafik, die Sie jetzt sehen, das ist immer der Spitzenverbrauch. Das ist jetzt einmal ohne Inbetrachtnahme weitergehender Sparmaßnahmen, wie der Spitzenbedarf höchstwahrscheinlich evoluieren wird oder könnte. Sie sehen, die orange gestrichelte Linie stellt die regulär zur Verfügung stehenden Ressourcen dar. Das heißt einerseits die Kapazitäten der Seebissanlage, so wie sie momentan sind. Zusätzlich die Grundwasserressourcen der Gemeinden und Syndikate. Sie sehen einen Sprung 2021. Das sind die zusätzlichen Kapazitäten der neuen Seebissanlage in Eschdorf. Da kommen nämlich noch einmal 40.000 Kubikmeter am Tag hinzu. Die rot gestrichelte Linie zeigt alle zur Verfügung stehenden Ressourcen, die wir in Luxemburg haben, einschließlich der Notreserven der Seebiss. Das sind Tiefenbohrungen an drei Standorten, die aber nur 2 bis 3 Monate im Jahr überhaupt exploitiert werden dürfen, um eben den Grundwasserleiter nicht zu überstrapazieren. Das heißt, wenn wir über Rot gehen, dann geht gar nichts mehr. Über Orange sind wir eigentlich ohne Netz und doppelten Boden. Sie sehen, dass dann vom Spitzenbedarf her, dass das schon dramatische Ausmaßen annehmen wird, höchstwahrscheinlich ab 2030, 2035. In der nächsten Grafik sehen Sie jetzt, wie diese Linien evoluieren könnten in Anbetracht eben der Sparszenarien, die wir angenommen haben, die wir ausgerechnet haben. Dieses Szenario geht davon aus, dass die Haushalte 25% Verbrauch einsparen, die Industrie 17% und die Landwirtschaft 30%. Und hier sehen Sie dann bei Spitzenverbräuchen, dass wir zumindest bis 2040 die rot gestrichelte Linie nicht mehr überschreiten im Regelfall. Warum sage ich im Regelfall? Sie sehen, da gibt es auch noch grauschattierte Linien. Diese stellen Industrien dar, die nicht eingeplant waren und sind und möglicherweise kommen könnten, immer in 3.500 Kubikmeter am Tag Schritten, einfach um zu visualisieren, wenn jetzt zum Beispiel eine Industrie nach Luxemburg kommen möchte, die 7.000 Kubikmeter am Tag verbraucht, muss man zwei graue Linien nach oben gehen und kann dann eben ablesen, wo man sich im Verbrauchsszenario
befindet. Ja, im Anschluss an die Identifikation, an diese Literaturrecherche von diesen diversen möglichen Sparmaßnahmen, haben wir 2018 bis 2019 in Zusammenarbeit mit Positive Impact und BEST eben eine Studie durchgeführt, beziehungsweise zwei Studien durchgeführt, um eben diese Sparmaßnahmen ganz konkret in den luxemburgischen Kontext einbetten zu können und eben ganz klar die Umsetzungsmöglichkeiten der einzelnen Maßnahmen in Luxemburg zu prüfen, auch immer im Hinblick auf in der Logik der Kreislaufwirtschaft. Ja, das heißt, alle identifizierten Maßnahmen oder zurückbehaltenen Maßnahmen wurden für die Umsetzungsmöglichkeit in Luxemburg verfeinert. Dafür würden auch technische, wirtschaftliche und soziale Faktoren mit in Betracht gezogen und so konnte man dann auch eine Priorisierung durchführen. Und das Ganze resultierte dann in einer nationalen Roadmap für Wassersparmaßnahmen. Wichtige Partner wurden bei diesen Studien mit eingebunden und zwar wurden wichtige Interessengruppen auch mit konsultiert. Das waren Vertreter aus öffentlichen Verwaltungen, aus Gemeinden, Syndikaten, öffentlichen Promotoren, aber auch private Vertreter. Und wir haben mit großer Freude festgestellt, dass es sehr konstruktive Diskussionen waren, ein sehr guter Austausch. Wir haben auch festgestellt, dass es zum Teil schon eine sehr große Sensibilität für das Thema Wasserfiederverwertung gibt. Wir haben dann auch über diese Diskussion und den Austausch diese Sensibilität noch erhöhen können. Und wir sind uns auch bewusst geworden, dass bei verschiedenen Vertretern bereits Ideen gab oder bereits Projekte, die irgendwann in den Kinderschuhen stecken, die in diese Richtung gehen. Und wir haben es eben fertiggebracht, hier auch einen Partner eben gewinnen zu können mit Bâtiment Public, die auch bereit sind, Versuchskanickel zu sein und unser erstes Pilotprojekt eben zu hosten. Ja, die prioritären Wassersparmaßnahmen in der Roadmap teilen sich in zwei Kategorien. Das erste ist der Informationsfluss. Und hier ist es ganz wichtig, eben Verhaltensänderungen herbeizuführen. Und die können nur herbeigeführt werden, wenn das Wissen eben gesteigert wird bei den Konsumenten und eben auch die Kompetenz steigt. Das kann in großem Maße auch durch Digitalisierung erfolgen, um eben Echtzeit-Feedback auch an die Nutzer zu geben und so eben das Bewusstsein steigern zu können und eben diese Verhaltensänderungen eben herbeiführen zu können. Das zweite ist der Materialfluss, wo wir uns eben eine Erhöhung der Wertschätzung des Trinkwassers erhoffen, eben durch Verhaltensänderungen, durch Reduktion, durch technische Maßnahmen für weniger Verbrauch. Aber auch ein ganz wichtiges Standbein ist die Substitution von Trinkwasser für niedere Zwecke, also für Zwecke, wo nicht unbedingt Trinkwasserqualität benötigt wird. Und das letzte Standbein ist eine Zusammenarbeit für eine intelligente Nutzung. Das heißt, zum einen kann das im gleichen Sektor erfolgen, es kann aber auch sektorübergreifend sein, sodass es zu einer Kaskadennutzung von Trinkwasser kommen könnte, wo eben der eine Nutzer das zwischen Gänsefüßchen Abwasser, aber immer noch qualitativ hochwertige Wasser für irgendwelche andere Zwecke nutzen könnte. Wie gesagt, ist die Digitalisierung ein sehr wichtiges Standbein für die Realisierung dieser Sparmaßnahmen. Und
Da können wir zum einen gibt es verschiedene Punkte, die sehr wichtig sind auf Seiten des Trinkwasserversorgers. Und zwar ist es eben wichtig, dass korrekte Wasserbilanzen in Echtzeit zur Verfügung stehen, auch durch den Einbau von sektoriellen Wasserzählern. Dann kann eben das GPC, das intelligente Behältermanagement, kann auch große Vorteile bergen für eine bessere Verteilung des Trinkwassers, für aber auch eine bessere Angemessenheit zwischen Produktion und Nutzung. Und es ermöglicht eben eine vorausschauende Steuerungsmodellierung. Durch intelligente Wasserzähler kann man auch in Echtzeit Wasserleckagen entdecken, sowohl auf Ebene der Netzwerke wie auch an den Verbrauchsstellen und kann somit eben direkte Einsparungen auf Seiten der Versorger erzielen. Und hier sind eben die Trinkwasserversorger, spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Auf Seiten der Verbraucher ist es eben auch sehr wichtig, dieses Echtzeitfeedback zu haben, um eben überhaupt mal ein Bewusstsein zu schaffen bei den Verbrauchern über den tatsächlichen Verbrauch einer Aktion. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine halbe Stunde unter der Dusche stand und ich bekomme jetzt mein Echtzeitfeedback, dass ich quasi mein Tageskonto für den Trinkwasserverbrauch jetzt genutzt habe, dann kann dies trotzdem zu Verhaltensänderungen führen, weil ja trotzdem kein Nutzer absichtlich Wasser verschwendet. Es ermöglicht auch oder öffnet die Tür zu dynamischen Abrechnungen der verbrauchten Wassermengen. Damit könnten auch, wenn das gewünscht wäre, dynamische Abrechnungssysteme eben realisiert werden, zum Beispiel auch gestaffelte Wasserpreise. Wichtig ist auch bei den Verbrauchern, dass wir eben gezielte Informations- und Aufklärungskampagnen durchführen und somit auch nochmal die Wertschätzung erhöhen. Jetzt spielen nicht nur die Haushalte eine wichtige Rolle, sondern auch die Industrie. Und hier haben wir auch eben in Zusammenarbeit mit List ein Projekt durchgeführt, das heißt EcoWater. Und wo wir eben die Wassersparpotenziale in der Industrie unter die Lupe genommen haben. Und hier gibt es eben auch verschiedene Punkte. Das eine ist die individuelle Effizienzverbesserung in den Produktionssystemen selber. Das heißt eben eine Optimisierung des Wasserverbrauchs pro Produktionseinheit. Aber hier gibt es auch die Möglichkeit eben für Zwecke, wo keine Trinkwasserqualität benötigt wird, Wiederverwendung zu machen, beziehungsweise Regenwassernutzung oder aber auch Prozesswasser oder Grauwasser wieder aufzubereiten und wieder zu benutzen. Zusätzlich kann es auch, wie schon vorher erwähnt, zu einer Kaskadennutzung von Wasser kommen, entweder im Betrieb selber oder aber auch zwischen verschiedenen Betrieben, wo eben entweder der eine Produktionszyklus oder der eine Betrieb vom anderen eben das Abwasser weiter nutzen kann. Wie gesagt, ist 2020 diese Studie mit List gemacht worden. Im Rahmen dieser Studie EcoWater wurde auch eine groß angelegte Umfrage bei den Unternehmen in Luxemburg durchgeführt, um den Wasserverbrauch in den jeweiligen Unternehmen eben besser zu verstehen. Die Ergebnisse sind derzeit noch in der Konsolidierungsphase. Es hat sich aber herausgestellt, dass es schon einen ganz großen und wichtigen Punkt des Wasserverbrauchs in der Industrie gibt, und zwar ist das die Kühlung. Ein weiterer Sektor ist die Landwirtschaft, und momentan wird in der Landwirtschaft besteht der Trinkwasserverbrauch vor allem in den Tränken des Viehs. Es ist aber so, dass, wie Tom Schaulock schon angesprochen hat, der Klimawandel wahrscheinlich aber noch andere Herausforderungen bergen wird. Einerseits sind es eben die lang andauernden Trockenheiten, die möglicherweise kommen werden, die voraussichtlich zu einer vermehrten
Bewässerung führen könnten in der Landwirtschaft. Und deshalb ist es auch jetzt schon wichtig, eben diese möglich kommenden Bewässerungsstrategien oder Bewässerungsprozesse zu optimisieren. Und zwar einerseits durch effizientere Bewässerungstechniken. So gibt es im Ausland, zum Beispiel ist hier ein Beispiel aus Israel, also jetzt nicht auf dem Foto. In Israel wird größtenteils mit Tröpfchenbewässerung bewässert, um eben die Verluste zu verringern. Man kann auch die Bewässerungszyklen optimisieren. Ganz wichtig ist auch, eben Sorten auszuwählen oder Anbauverfahren zu wählen, die eben weniger Bewässerung benötigen, um an der Quelle schon mal die benötigte Menge zu reduzieren. Dann aber auch auf Regenwassernutzung zu gehen oder möglicherweise auch auf Grauwassernutzung. Es ist jetzt im Mai 2020 auch eine neue europäische Verordnung verabschiedet worden, die die Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwendung eben definiert. Und deshalb soll auch in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung mittelfristig eine Studie über die Anwendung eben dieser Maßnahmen im luxemburgischen Kontext durchgeführt werden. Noch einmal konkret auf die Haushalte. Jetzt in diesem konkreten Fall, das ist das größte Einsparpotenzial, was identifiziert wurde, die Substitution eben von Trinkwasser durch Regenwasser oder aufbereiteten Grauwassers für Nutzungen, die keine Trinkwasserqualität erfordern. Und das sind dann Toilettenspülungen, Bewässerung und Reinigung. Wie Sie rechts in der Grafik sehen können, ist nämlich auch der Anteil des Trinkwasserverbrauchs für Baden, Duschen, Körperpflege macht ungefähr 36% aus und der Bedarf für die Toilettenspülung 27%. So ist es möglich, eben durch dieses Grauwasser eben die Toilettenspülungen abdecken zu können. Bei den Haushalten ist es auch so, dass wir Motivation brauchen, um eben diese gewünschten Verhaltensänderungen herbeizuführen und die Verbraucher auch über verschiedene Wege eben motiviert werden können. Zum einen können das finanzielle Anreize sein durch Förderprogramme. Es kann aber auch dieses bereits mehrfach angesprochene Echtzeitfeedback oder überhaupt mal Feedback und Nudging sein, was voraussetzt, dass es intelligente Zähler gibt und die eben das spezifische Verbrauchen eben dokumentieren. Man kann sich auch vorstellen, sozialen Vergleich zu betreiben, Wassersparwettbewerbe zu organisieren. Aber was uns als auch einen sehr wichtigen Punkt und jetzt auch ganz kurzfristig durchführbar erscheint, ist überhaupt mal das Feedback an den Nutzer zu geben. So gibt es auch jetzt schon die Möglichkeit, über eben die Wasserrechnungen einen Vergleich anzustellen zwischen dem jeweiligen Haushalt und dem Mittel der Haushalte in der jeweiligen Kommune. Und damit sich der betreffende Haushalt auch mal ein Bild darüber machen kann, ob er jetzt durchschnittlich verbraucht, überdurchschnittlich oder ob er schon unterdurchschnittlich in seinem Verbrauch ist. Ja, nächste Schritte. Zum einen werden wir Aufklärungskampagnen durchführen zu Trinkwasser- und Wassersparmaßnahmen. Was wir jetzt auch bereits angefangen haben, sind zwei weitergehende Studien zur weitergehenden Umsetzung für diese Grauwasserprojekte, wo uns bewusst ist, dass zum ersten Mal hygienische Kriterien definiert werden müssen, da es die nämlich einheitlich auf internationaler Ebene noch nicht gibt. Dass wir einen regulatorischen und legislativen Rahmen dafür schaffen müssen und dass wir auch die technischen Anforderungen an die Leistung von eben diesen Aufbereitungsanlagen für Grauwasser
und die Betriebsbedingungen, die Wartungsbedingungen eben schaffen müssen. Es ist uns auch bewusst, dass ein wichtiger Faktor eben ist, die Verantwortlichkeiten zu definieren, auch zu definieren, wer eben den Betrieb und die Wartung dieser Anlagen durchführen kann und wird. Hier wird Josh Kraus von der Aluso sicher auch noch eingehender darauf eingehen, wo sich zum Teil momentan noch Fragen stellen, die wir aber versuchen, innerhalb dieser Projekte so gut wie möglich zu beantworten. Und wie gesagt, es steht ein Pilotprojekt eben in den Startlöchern zusammen mit Bâtiment Public, um eben eine solche Grauwasseraufbereitungsanlage mal in situ zu testen. Die nächsten Schritte werden eben auch eine Bewertung der Wassersparmaßnahmen im landwirtschaftlichen und industriellen Bereich sein. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und würde dann ganz gerne das Wort weitergeben an die Aluso, an Josh Kraus, der dann eben mehr im Detail noch eben auf auch Verantwortlichkeiten, Fragen, die sich die Versorger stellen, eben eingehen wird. Vielen Dank. Okay. Dann bin ich jetzt dran. Da bedanke ich mich sehr herzlich bei Brigitte Lambert. Ich nehme an, meine Präsentation kann man sehen. Dann werde ich auch direkt beginnen. So, dann mache ich zuerst eine Vorstellung von der Aluso. Die Aluso ist die Vereinigung der Trinkwasserversorgung und Abwasserversorgung in Luxemburg. Wir beschäftigen uns natürlich mit sehr vielen Aufgaben. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen mit dem Schwerpunkt Trinkwasser, dann Abwasser, Regeln und Normen, Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung. Unsere Mitglieder sind 10 Trinkwasser- und Abwassersyndikate, sowie 15 Gemeinden sind hauptsächlich die großen Gemeinden, sowie ein Forschungsinstitut und eine Universität. Tom Schaul hat diese Folie schon gezeigt, wo man sieht, wofür das Wasser herkommt in Luxemburg, also 50% Grundwasser und 50% Oberflächenwasser. Schematisch sieht das so aus, dass es ein nationaler Transport gibt, das heißt, landesweit wird ein Teil des Trinkwassers von der Seebes verteilt. Dann geht es weiter an die regionalen Syndikate, die die Wasserlieferung an die Gemeinden machen. Seebes liefert natürlich auch direkt an die Stadt Luxemburg und über den ZEC auch an die Gemeinden, die dann die Lieferung an die einzelnen Verbraucher machen. Es sind noch verschiedene Weiterlieferungen von den Gemeinden an anderen Gemeinden vorhanden. Wie ist jetzt der Wasserverbrauch? Hier ist jetzt ein Durchschnitt jeweils von 10 Jahren, das heißt, die dunkelblauen Balken ist der mittlere Verbrauch im Land über 10 Jahre. Man sieht, der ist dann so bis 2000 nicht sehr stark gestiegen und danach recht stark. Die Spitzenverbräuche sind in rosa eingeteilt und das sind auch die 10-jährigen Mittelwerte der höchsten Lieferungen in den einzelnen Jahren. Man sieht auch, dass diese Tendenz nicht mehr so stark ansteigt, sondern zurückgeht. Und das hätte mit zusammen, das kann zusammengeführt werden mit dem Wasserpreis, der reelle Wasserpreis, der gefordert wird, sowie dass die Seebes angefangen hat, Spitzenleistungen zu berechnen und nicht mehr den normalen Verbrauch, was auch sehr wichtig ist, weil die Infrastrukturen den Spitzenverbrauch entsprechen müssen. Wie sind jetzt die Produktionskapazitäten? Hier gibt es eine kleine Aufstellung von 2017, 19, dann 22. Hinten die dritte müssen Sie vergessen, da ist was falsch gelaufen, ist zu viel. Der Stausee sieht man, dass da von 72.000 auf 110.000 Kubikmeter erweitert wird. Das wird wahrscheinlich im Oktober diesen Jahres sein. Die Grundwasserreserven, also die Notlösungen der Seebes, werden erhöht werden von 38.000 an 45.000. Dann muss man trotzdem sagen, dass die Grundwassergewinnung vom Scheithof
augenblicklich den Trinkwasserqualität nicht entspricht und Methacrylat enthält, aber ein wichtiges Standbein ist, sollte ein großes Problem in Luxemburg entstehen. Grundwasser haben wir rund 66.000 Kubikmeter und augenblicklich sind so 5.000 Kubikmeter außer Betrieb, sind aber so, dass die Stadt Luxemburg und andere Produzenten Aktivkohlefilter installieren und so ein Teil des Trinkwassers wieder genutzt werden kann. So sind wir zuversichtlich, dass wir 2022 für den Sommer 200.000 Kubikmeter zur Verfügung haben. Wie ist jetzt die Trinkwassernutzung in Luxemburg? Wir haben gesagt, 50% Oberflächenwasser, 50% Grundwasser. Diese müssen natürlich den strengen Anforderungen an die Trinkwasserverordnung von Luxemburg vom 7. Oktober 2002 entsprechen und dies bewerkstelligen die Gemeinde und Trinkwassersyndikate. Und dann geht es zum Verbraucher. Es ist auch so, dass zum Teil Regenwasser verwendet wird, um einige Nutzungen zu machen, wo man die Trinkwasserqualität nicht braucht. Und augenblicklich wird ja viel diskutiert, wie man Wasser wiederverwenden kann, was ja dann auch, wenn man so sieht, sogar ein drittes, viertes Standbein sein kann. Natürlich die Wassersparmaßnahmen, die Brigitte Lambert vorher erläutert hat, sind auch eine sehr wichtige Sache. Was sind jetzt die Anforderungen an die Qualität für zirkuläres Wasser? Natürlich hängt das von dem Wiederverwendungszweck ab. Trinkwasser ist klar, dies muss der Trinkwasserverordnung vom 7. Oktober entsprechen. Regenwasser gibt es ein Reglement Grand Ducal vom 14. Mai. Aber für wiederverwendetes Wasser gibt es noch keine Regelung. Und es wäre wichtig, wenn es da Qualitätsanforderungen das Wasser sowie die Installationen geben würde. Auch die Überwachung der Wasserqualität erscheint uns als Aluso wichtig zu sein. Und wie werden die Abnahmen der Installationen gemacht? Zusätzlich stellt uns die Frage, wer wird der Betreiber sein? Es können ja sein, dass die Installationen in Siedlungen gemeinsam genutzt werden, Miteigentümerschaft, zum Beispiel in großen in Hochhäusern zum Beispiel oder im privaten Haushalt. Werden das Gemeinde- oder Trinkwasserzweckverbände sein? Wird das der Eigentümer sein oder private Firmen? Dann zu den Kosten und Kostendeckungen. Es entstehen natürlich Kosten für den Betrieb. Es müssen Fehlanschlüsse behoben werden. Sollte eine schlechte Installation gemacht werden, müssen auch Reparaturen gemacht werden und irgendwann müssen auch die Installationen erneuert werden. Deshalb ist das wichtig zu wissen, wie, sonst wenn es in öffentlicher Hand gemacht wird, wie die Kostendeckung aussehen wird. Die Frage, die sich auch stellt, wird das gelieferte Wasser verrechnet oder nur das rückgeführte Wasser? Diese Fragen stellen wir uns. Dann bin ich zum Schluss von meiner Präsentation angekommen und wünsche Ihnen noch weiter viel Spaß beim Webinar. Vielen Dank, Schorsch Kraus, für den interessanten Beitrag und auch die doch sehr berechtigten Fragen, die wir auch versuchen, im Rahmen dieser Studien und dieser Zusammenarbeit so gut wie möglich zu klären. Dann würde ich ganz gerne weitergeben an Marc Turpel von Bâtiment Public, wo wir eben sehr glücklich darüber sind, dass Sie sich bereit erklärt haben, eben mit uns zusammenzuarbeiten und eben auch diese Pilotanlage zu hosten. Marc Turpel. Ja, hallo. Ich versuche jetzt mal den Bildschirm zu teilen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Also muss ich noch ganz kurz Bild einblenden. Ist etwas viel darum rumgespielt. Ich kriege jetzt die Kamera nicht mehr an. So,
Also ich hoffe, Sie hören mich auch. Ich freue mich sehr, Ihnen auch einen kleinen Beitrag oder einen kleinen Beitrag mit Ihnen teilen zu können, was unsere Strategie der Verwaltung anbelangt. Es ist so, dass wir eigentlich auch seit mit dem Thema der Wassernutzung schon etwas länger beschäftigt sind. Ich würde sehr gerne kurz die Verwaltung sehr kurz vorstellen. Die Administration des Bâtiments Publics plant im Grunde die staatlichen öffentlichen Gebäude, also jetzt nicht die Gemeindegebäude für verschiedene Ministerien. Das sind vor allem Lyzeen, die staatlichen Lyzeen, das Staatslaboratorium, die Philharmonie, die neue Nationalbibliothek, also dann die europäischen Institutionen auf Kirchberg beispielsweise auch. Die Verwaltung verwaltet auch Gebäude, hat einen Bestand von etwa 1500 Gebäuden, kümmert sich auch um die Erweiterung, Umnutzung, Sanierung dieser Gebäude und arbeitet mit 220 Mitarbeitern. Wir haben zum Teil etwa 160, also wir haben zurzeit etwa 160 Neubau-, Umbau- oder größere Sanierungsprojekte, die derzeit in Planung oder in Ausführung sind. Bâtiment Public hat als öffentlicher Bauherr auch eine Vorreiterrolle und das schon seit einigen Jahren. Und zwar wurde bereits 1995 eine Cellulite-Ökologik eingeführt vom Bautenministerium. Dort hat Bâtiment Public auch mitgewirkt und mitinitiiert den ökologischen Leitfaden im Rahmen des CRTB. Wir haben einige Nachhaltigkeitskriterien, die neben dem Wasser, der Wassernutzung oder dem, der rationellen Wassernutzung oder Wassersparen auf dem Programm stehen. Das sind vor allem eben seit diesen 20-25 Jahren die Energieeffizienz im Neubau und auch die ständige Sanierung. Dort gibt es ein Sanierungsprogramm für die bestehenden Gebäude. Wir bauen auch oder wir helfen, erneuerbare Energien einzusetzen im Rahmen unserer Projekte. Bei jedem neuen oder größeren Umbauprojekt wird etwa 1% der Bausumme in erneuerbare Energien investiert und seit einigen Jahren, seit 2-3 Jahren verstärkt dann auch nochmal zusätzliche Investitionen, die über den Energie- und Klimafonds abgedeckt werden. Das sind vor allem dann Photovoltaikanlagen. Wir haben derzeit etwa 5,5 Megawatt gebaut und sind im Moment in der Planung für etwa 13 Megawatt Photovoltaikleistung, Planung und Ausführung derzeit. Dann ist eben tatsächlich die Effizienz beim Wasserverbrauch auch, steht auch schon auf unserer Schachtel, wenn man so will, seit 20 Jahren. Darauf werde ich dann kurz im Anschluss dann darauf eingehen. Wir haben ein Monitoringprogramm seit 2-3 Jahren. Das hat natürlich auch damit zu tun mit der Digitalisierung, dass man eigentlich Wärme, Kälte, Strom und Wasserverbrauch besser ablesen kann und auch benchmarken kann und zusammenführen kann. Dann ist es auch so, dass wir seit Anfang dieser Überlegungen eben auch schon auf den Einsatz ökologischer und gesundheitsunbedenklicher Materialien setzen, wie eben auch eben diesen ökologischen Leitfaden, der ja vor über 20 Jahren bereits erstellt wurde. Materialzirkularität und Abfalltrennung ist auch ein sehr wichtiges Thema bei unseren Projekten, wobei man natürlich sagen muss, dass die Materialzirkularität also tatsächlich etwas
jüngeren Ursprungs ist und die Einbindung sanfter Mobilität, sei es auf unseren Zugängen für die Fahrradweganbindung oder eben auch Fahrradunterstände und dann eben auch E-Mobilität, also Elektro-Ladestellen. Dann würde ich etwas näher auf die Strategie zur nachhaltigen Wassernutzung gerne eingehen. Also es ist so, dass wir eigentlich auch seit diesen 20 Jahren bereits etwa einen Einsatz von wassersparenden Armaturen bei jedem Projekt versuchen umzusetzen und eigentlich auch umsetzen, kann man sagen. Dann gibt es auch seit 2008 etwa bei uns quasi flächendeckend einen Einsatz von wasserlosen Urinalen neben zu Wasser, zum Wassersparen. Und bei jedem Projekt wird auch seitdem analysiert, wie man sinnvoll Regenwasser oder eben jetzt auch neu Grauwasser nutzen kann. Beispielsweise für die WC-Spülungen, wie schon angesprochen, oder auch Fahrzeugwäsche bei verschiedenen Gebäuden oder eben auch die Grünanlagenbewässerung. Darüber hinaus wird auch seit eben diesen Jahren eigentlich auf exotische Pflanzenarten, die relativ oder die viel Wasser bräuchten, verzichtet und eigentlich nur mit unsere Grünanlagen bei den Gebäuden nur mit heimischen Pflanzenarten ausgestattet. Was jetzt zum Beispiel das für den ersten Punkt anbelangt, die wasserlosen Urinale, die sind eben seit 2008 in quasi allen Lyzeen, ich würde sogar fast behaupten, in allen Lyzeen, die seither gebaut wurden, eingesetzt wurden. Die ersten beiden waren das Lycée Matthias Adam in Pétange und das Attard Lycée in Védange. Dazu muss man auch sagen, dass es sicherlich auch etwas holprigen, also einen holprigen Start damals gab, weil halt eben das Reinigungspersonal sich umstellen muss, auch das technische Personal, die Wartung ist etwas anders als jetzt bei den sozusagen normalen Urinalen. Und es ist auch so, dass heute noch das sehr oft dann kritisiert wird oder angezweifelt wird. Also wir haben nicht später als gestern noch einen Brief bekommen von einer Firma, die eigentlich der Meinung ist, das sollte man doch lieber sein lassen, weil das hätte sich ja, das wäre ja zu problematisch wegen Gerüchen und so weiter und so fort. Also das können wir nicht bestätigen. Es ist natürlich so, dass es da bei jedem Gebäude und bei jedem Nutzer eine gewisse Lärmphase gibt, aber im Grunde ist es aber schon zumutbar, um Wasser zu sparen. Die Regenwassernutzung für die WC-Spülung oder überhaupt Regenwassernutzung, da haben wir seit eben auch 2008 in etwa 15 Projekte realisiert. Jetzt nicht nur für WC-Spülung, aber eben auch. Und derzeit sind auch 5 bis 6 Projekte aktuell in Planung, eben für Regenwassernutzung. Da muss man natürlich dazu sagen, dass wir auch zu einem, dass das zu einem von unseren Nachhaltigkeitskriterien auch gehört hat, etwas mehr auf Gründächer zu setzen, was es sicherlich nicht unbedingt einfacher macht, was eben tatsächlich auch die Farbe dieses wiederverwerteten Regenwassers bedingt. Also auch dort gibt es dann Filteranlagen, die zusätzlich nachgeschaltet werden müssen. Und eben Gründächer haben natürlich auch einen etwas höheren Rückhalt, sowieso schon an Wasser, weil ja doch ein Teil dann wieder darüber, über dieses Dach dann verdampft, sodass es dann nicht immer sinnvoll, als sinnvoll angesehen wurde, das umzusetzen. Dies sind also jetzt zwei Projekte, die beispielsweise für die WC-Spülung der Regenwassernutzung dienen.
Wir haben, wie ich vorhin angesprochen habe, auch Fahrzeugfläche. Das ist bei der Armee in Hohlogistik oder eben auch bei dem Atelier von Pont-et-Chaussée für die Fahrzeugfläche und auch für Hydranten. Das heißt, dort wird das Regenwasser dann für diese Zwecke, die etwas, sag ich mal, einfacher sind, genutzt. Regenwassernutzung für die Bewässerung gibt es dann bei unseren Haus, sage ich mal, hausinternen Ateliers. Also wir unterhalten auch bei unseren Gebäuden oder bei den Außenanlagen die Grünanlagen, und daher haben wir einen Gärtnerbetrieb sozusagen bei Bâtiment Public, der dann auch für seine mobile Bewässerung auf den verschiedenen Geländen dann eigentlich auch auf eigenes Wasser von dem eigenen Gebäude dann zurückgreift. Und das Lycée Agricole in Gilsdorf ist natürlich auch ein natürlicher Nutzer von Regenwassernutzung für die Bewässerung eben durch die Treibhäuser. Und last but not least haben wir, wie gesagt, dieses Pilotprojekt, wo wir sehr froh sind, das mit der Gestion de l'eau auch angehen zu können oder auch monitoren zu können und die Erfahrungen teilen und auch sammeln zu können. Eben diese Grauwassernutzung eben für die WC-Spülung in dieser Anlage in dem Lycée Edward Steichen in Clairvaux ist eine Wärmerückgewinnung sogar noch vorgeschaltet, und dann wird das Grauwasser, das Duschwasser dann noch genutzt für die WC-Spülung. Interessanterweise haben wir dort auch noch ein anderes Pilotprojekt, das ist eben das Schwimmbad-Filter-Rückspülwasser, was wir auch nochmal wieder aufbereiten für das Schwimmbad. Ja, ich denke, ich bin am Ende meiner Präsentation. Wir haben also, wie gesagt, seit einigen Jahren als Verbraucher uns Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen können, auch gegen verschiedene Widerstände. In den letzten Jahren ist das selbstverständlich etwas einfacher geworden, auch dadurch, dass der Wasserpreis insgesamt gestiegen ist. Aber vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren mussten wir noch nachrechnen oder beweisen, dass das sich eigentlich auch irgendwie wirtschaftlich lohnen würde. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Marc Turpel, für den Einblick in die Aktivitäten von Bâtiment Public. Ich finde es sehr interessant zu sehen, dass Bâtiment Public auch schon im Vorfeld zu diesen Studien und zu diesen Arbeiten auch schon sehr innovativ unterwegs war und eben Sparmaßnahmen schon getestet hat und verschiedene Nachhaltigkeitskriterien schon aktiv umgesetzt hat. Nur eine kleine Erinnerung für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, können Sie diese gerne im Q&A machen, bitte. Und diese Fragen und Anmerkungen an Tom Michel adressieren. Und wir werden die dann später gruppiert im Anschluss an die Präsentation beantworten. Dann möchte ich ganz gerne weiterleiten auf Positive Impact, wo Katja Hansen und Jano Schröder Ihnen die Details eben der Studie des zirkulären Wassers erklären werden. Katja. Herzlichen Dank, Brigitte. Mein Kollege Jano wird dann an einer Stelle übernehmen. Ich freue mich sehr, dass wir diese Webinarserie zustande bekommen haben und vor allem zu hören, wie viel Positives doch schon in Luxemburg läuft. Und das alles mit ein bisschen besser miteinander zu verbinden, ist, glaube ich, auch eine große Zielsetzung unseres Ansatzes für zirkuläres Wasser. Ein paar Worte zu Positive Impact.
Wir sind wahrscheinlich vielen von Ihnen schon bekannt, weil wir doch in den letzten 5, 6 Jahren marktführend sind in Luxemburg für die Ansätze zur Ökonomie zirkulär, zur Zirkularitätsbewertung. Wir arbeiten da in vielen verschiedenen Bereichen, sowohl mit der öffentlichen Hand als auch mit Gemeinden, ganz vielen Firmen in verschiedenen Stufen. Man kann also klein einsteigen und dann auch entsprechende Bewertungen in der Firma vornehmen, beziehungsweise Analysen im Detail und dann auch die Umsetzung. Für uns ist also die praxisorientierte Ausrichtung ganz, ganz wichtig in unserer Arbeit. Wasser. Das ist nicht nur ein Thema in Luxemburg, sondern um uns alle daran zu erinnern, sauberes Wasser ist in den Sustainability Development Goals, in den SDGs festgelegt als ein Menschenrecht. Das ist das SDG 6. Und während wir uns zwar in Luxemburg angucken, dass wir nicht so viel Wasser haben, gibt es natürlich Regionen auf der Welt, wo Zugang zu sauberem, hochqualitativem Trinkwasser durchaus eine große Herausforderung ist. Und auch da kann man von Ansätzen lernen. Wir haben viel diskutiert im Rahmen des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeitsdebatte zu den Peak-Oil-Geschichten. Also wirklich, wir haben keine entsprechenden Ressourcen mehr im Energiebereich. Aber was dabei ein bisschen untergegangen ist, dass wir weltweit letztendlich auch den Hügel überschritten haben, wenn es um unsere Trinkwasser-Süßwasserreserven geht. Und das eine riesengroße Herausforderung wird, einfach weil wir nicht nur an der Bevölkerung so wahnsinnig viel zugenommen haben in den letzten 60 Jahren, sondern eben auch unsere Industrien so viel mehr Wasser verbrauchen, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Produktherstellung. Wird eben, und Sie können das in dieser Grafik sehr schön sehen, viel, viel Wasser zum Beispiel gerade in der Textilherstellung verbraucht. Für ein paar Jeans sind das 2866 Gallonen. Das muss man dann eben nochmal 4,5 nehmen. Das heißt also sehr, sehr viel Wasser, was wir in unseren Produktionsketten einsetzen. Und deswegen sagen viele internationale politische Organisationen voraus, dass die Konflikte der Zukunft letztendlich auch über das Thema Wasser ausgetragen werden. Also die Kriege der Zukunft hoffentlich nicht, aber auf jeden Fall Konflikte und Wettbewerbe. Wem gehört das Wasser, ist durchaus eine Diskussion, die global geführt wird, weil es da viele Interessenskonflikte zwischen gerade dem ersten Prinzip, dass sauberes Wasser ein Menschenrecht ist, und den Rechten der Industrie gibt. Da haben wir viele Hinweise gefunden, dass das großes Konfliktpotenzial birgt. Und dabei ist ja Wasser eigentlich ein ganz perfekter Kreislauf, wenn wir uns das global angucken. Funktioniert das ganz, ganz fantastisch. Und ist auch von Natur aus regenerativ, das heißt also auch selbstreinigend durch den Kondensations-Niederschlagsprozess und dann gerade eben die Bodenfiltration und die biologischen Aktivitäten, die da natürlicherweise stattfinden. Aber wir haben schon gesehen, so ganz perfekt ist es mit dem Kreislauf vielleicht doch nicht. Wir haben schon vor Jahrzehnten gesehen, dass wir zu viele Nährstoffe über unsere Böden in unsere Oberflächengewässer entlassen. Die Eutrophikation ist wirklich seit Jahrzehnten ein Problem und Thema gewesen. Und wir sehen Besserung, aber auch immer noch Probleme. Und in der industriellen Herstellung sehen wir eben die Auswirkungen der Produkte. Das heißt also, es gibt viele, viele Länder auf der Welt, die den globalen Wasserkreislauf beeinflussen, die entsprechend noch nicht die hohen Standards haben, wie wir sie in der EU haben. Aber auch unsere Produkte, und Sie sehen das an dem Thema Ocean Plastic oder Plastik in unseren Oberflächengewässern, auch unsere Produkte sind eben häufig nicht für den Kreislauf entwickelt und kontaminieren ihn dadurch. Und das untere
linke Bild ist dann entsprechend eben die Nutzung von großen Wassermengen in der Landwirtschaft und wie das im Zusammenhang steht mit den Pestiziden und den künstlichen Düngemitteln, die wir einsetzen und die, wie wir ja auch schon gehört haben heute, dann unsere Grundwasser und folglich auch unsere Trinkwasserqualität beeinflussen. Also wir Menschen haben durch unsere Aktivitäten einen großen Einfluss auf diesen Kreislauf und können besser definieren, wie wir das Wasser wirklich regenerativ behandeln können. In diesem Kontext reden wir von Wasserverbrauch und Wassernutzung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, denn wenn wir Wasser trinken, dann verbrauchen wir es und es geht über die Toilettenspülung wieder zurück in den Reinigungsprozess und in die Oberflächengewässer. Während Wasser in vielen anderen Ansätzen in der Industrie eben eigentlich nur genutzt wird. Das heißt also, das Wasser kommt rein und sollte nach dem Produktionsprozess in der gleichen Qualität entweder wieder genutzt werden können in einem geschlossenen Kreislauf oder in diesen biologischen Kreislauf zurückkehren, aber ohne irgendwelchen Qualitätsverlust. Nur dann kommen wir eben wirklich dahin, dass wir den Gesamtwasserkreislauf sauber halten können. Und deswegen ist diese Differenzierung zwischen wo verbrauchen wir Wasser, sprich wo geht das wirklich zurück in die Biosphäre und wo nutzen wir Wasser nur und welche Qualitätsanforderungen haben wir auf dieses Wasser in dem technischen Kreislauf, ein ganz wichtiger Ansatz für die Betrachtung der Sparmaßnahmen und der Wassernutzungsmaßnahmen. Die Situation heute ist ja so, wie uns die Vorredner auch schon dargestellt haben, dass wir Trinkwasser in doch großen Mengen extrahieren und die qualitativen Anforderungen von Trinkwasser für alle möglichen Prozesse einsetzen. Also natürlich brauchen wir hochqualitatives Trinkwasser zum Trinken, zum Kochen, zur Körperpflege. Wir brauchen es auch hochqualitativ in vielen Produktionsprozessen, gerade wenn es um die Lebensmittelherstellung geht. Die Bewässerung könnte eventuell schon anders betrachtet werden. Aber ich glaube, eines der größten Augenmerke ist, dass wir das Wasser, was wir trinken, auch dazu benutzen, unsere Toiletten zu spülen. Also wirklich hochqualitatives Wasser für Toilettenspülung. Und ich zeige Ihnen nachher nochmal einen Slide, inwieweit das auch enorme Mengen sind, weswegen ja eben die privaten Haushalte so hohe Wasserverbraucher in dem Sinne dann auch sind. Und dann eben auch verschiedene Reinigungsprozesse. Herr Topel hatte das ja eben auch schon dargestellt, kann man die Reinigung auch wirklich mit einer niedrigeren Qualität als der Trinkwasserqualität erreichen. Und dann in der Industrie, wo ich ja schon eben kurz über die geschlossenen Kreisläufe sprach, die durchaus möglich sind und wo man dann vielleicht auch keine Trinkwasserqualität braucht. Im Moment setzen wir aber für all diese Bereiche Trinkwasser ein und das fließt dann in verschiedenen Kreisläufen, in verschiedenen Behandlungsschritten wieder zurück über unsere Kläranlagen in den meisten Fällen. Wir könnten uns, und das ist schon kurz angesprochen worden, uns aber eine Kaskadennutzung überlegen. Das heißt also, wirklich überlegen, welche Qualität wir brauchen für welches Nutzungsszenario. Und das ist in der Circular Economy, in der Ökonomie zirkulär, eine ganz wichtige Betrachtungsweise. Also anzugucken, was brauche ich eigentlich für einen bestimmten Anwendungszweck und das besser zu definieren und zu sagen, okay, dann kann ich das vielleicht auch, das, was ich genutzt habe, zur Körperpflege, zum Beispiel zum Duschen, Baden etc. Einsetzen für die Toilettenspülung, für Bewässerung und andere Kreisläufe. Und auch in der Kaskadengestaltung in der Industrie, hatte Brigitte schon erwähnt, dass es untereinander in den Industrien entsprechend besprochen werden könnte, wer das Wasser nutzt oder auch innerhalb eines Industrieverfahrens. Und wenn wir das alles einrechnen,
dann kommen wir wirklich zu zirkulärem Wasser. Also in der Ökonomie zirkulär eine komplexe Systembetrachtung. Und deswegen habe ich das für Sie jetzt so ein bisschen aufgebaut, weil da ja ganz, ganz viele Systeme in diesem einen Slide sind. Aber es ist eben wichtig zu betrachten, dass in diesem großen Kreislauf, den ich eingangs erwähnte, viele kleinere Kreisläufe möglich sind. Und da betrachten wir einmal die Verbrauchsszenarien im Kaskadenbereich, aber eben auch zum Beispiel die Extraktion von Nährstoffen aus dem Schwarzwasser. Und gerade die wasserlosen Urinale bieten uns da ein super Potenzial, was dann letztendlich auch die Ergänzung der verschiedenen Systeme ergibt. Inwieweit spielt das dann zum Beispiel auch für die Nährstoffrückgewinnung in der Landwirtschaft eine Rolle? Und dann haben wir eben die Wiederverwendungsszenarien, wo wir zum Beispiel eben Wasser entsprechend in Kreisläufen aufarbeiten und wiederverwenden. Sie werden nie ganz geschlossen sein, aber trotzdem haben trotzdem ein großes Sparpotenzial. Und wenn wir und Wiederverwendung von Wasser betrachten, weil wir Wasser eben sowohl erhitzen durch die Prozesse, also auch Energierückgewinnungspotenziale haben, als eben Wasser häufig als Transportmittel zu benutzen, was uns dann die Möglichkeit gibt, entsprechend auch die Materialien, die wir transportieren, besser wiederzugewinnen und in einer Kreislaufwirtschaft zu führen. Und dann sprechen wir von einer wirklichen Regeneration dieses Naturkapitals, was uns auf der Gesamtwasserbilanz auch auf jeden Fall auf Länderebene zu großen Potenzialen führen kann und größere Lücken, die wir zu erwarten haben, aufgrund des Klimawandels und des gesteigerten Verbrauchs entsprechend auszugleichen. Und dann übergebe ich an den Janot, der Ihnen ein bisschen darstellt, was in Luxemburg in Bezug auf die Roadmap gemacht worden ist. Moin, guten Mittag. Merci, Katja. Danke, Katja. Danke an alle Vorredner, Vorrednerinnen. Für alles, was schon bisher gesagt wurde. Da gibt es schon ein paar Dinge, die gesagt wurden. Ich versuche dann etwas schneller über diese Themen hinwegzugehen. In der Gesprächsrunde oder eingeloggt. Heute ist auch Paul Schossler und wir haben diese Studie zusammen gemacht mit Best und mit der Verwaltung. Aber Paul Schossler war eine der Schlüsselfiguren, um nicht zu sagen die Schlüsselfigur in dieser Studie. Und deshalb möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken für seinen Einsatz zu dieser Studie, auch wenn ich sie jetzt hier vortrage. Also wie gesagt, die Zielsetzung ist ja schon erklärt worden. Katja hat jetzt den Überbau erklärt, wie wir uns zirkuläres Wasser vorstellen, weil Wasser eben sowohl im technischen als auch im biologischen Kreislauf sehr groß, in großen Mengen funktionieren kann. Und die Anforderung war, wie kommen wir von diesen generellen Prinzipien jetzt zu einer konkreten Roadmap, wie wir uns die Dinge vorstellen können. In der Studie, das hat Brigitte schon vorgestellt auch, haben wir uns eben an den vorherigen Studien schon orientiert. Das heißt, wir haben die Produktions- und Verbrauchszahlen übernommen, die schon aus den vorherigen Studien erstellt wurden. Die Argumentation sollte nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft erfolgen. Wir haben mit den wichtigen Interessengruppen gesprochen, die auch heute hier zum großen Teil vertreten sind. Daraus haben sich jetzt im Prinzip 5 Achsen ergeben oder 5 Säulen. Und diese möchte ich jetzt hier ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Die 5 Säulen sind eingeteilt in 2 große Gruppen. Einmal ist es der Informationsfluss, was unserer Meinung nach sehr wichtig ist. Wir haben immer den Ansatz, über Technik zu reden. Wir wissen aber, dass um Technik in den Einsatz zu bringen, müssen Menschen sich auf Dinge einigen und bereit sein, diesen Weg zu gehen. Deshalb ist der Informationsfluss ein sehr wichtiger Baustein. Es geht nicht nur um Technik, sondern es geht auch darum,
dass wir uns gemeinsam austauschen, Dinge besprechen und die Standpunkte der verschiedenen Leute verstehen, integrieren und somit einen gemeinsamen Weg aufzuzeigen, wie wir arbeiten können. Beim Informationsfluss geht es eben darum, in Wissen und Kompetenz zu investieren. Der zweite Punkt ist der Datenfluss, das heißt weiter in die Digitalisierung zu investieren. Auch ein sehr wichtiger Punkt. Dann haben wir auf der Materialseite eben das, was auch schon erwähnt wurde, das Wertschätzen durch Reduktion und die Zusammenarbeit sowohl bei der Produktion wie bei der Entsorgung für eine intelligente Nutzung und dann eben so weit wie möglich Trinkwasser durch andere Möglichkeiten substituieren, um einfach den Trinkwasserverbrauch substanziell zu senken. Das ist ein Zusammenspiel dieser 5 Maßnahmen. Wir glauben jetzt nicht wirklich, dass eine Maßnahme wirklich alleine den Sieg bringt. Wir müssen das alles gemeinsam voranbringen. Deshalb haben wir eine Roadmap erstellt. Diese Roadmap ist im Prinzip in 3 Phasen aufgeteilt. Das ist natürlich immer schön linear dargestellt, auch mit einem Abschluss und dann Übergang in die nächste Phase. Aber es geht mehr darum, vom Grundprinzip her mal zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Da gab es immer eine Vorbereitungsphase oder abschließende, vertiefende Phase, wo man sagt, okay, wo stehen wir denn heute? Dann die Phase bei der Anwendung, ganz oft mit Pilotprojekten. Die dritte Phase ist dann wirklich im großen Stil auf nationaler Ebene die Dinge ans Laufen zu bringen. Die verschiedenen Maßnahmen wurden dann immer in 4 Gruppen zusammengefasst. Einmal der technische Aspekt, das machen wir auf technischer Ebene. Wie aber auch schon vom Herrn Kraus angesprochen, geht es nicht nur um Technik, sondern es geht auch um Regelungen. Welche Normen wollen wir verfolgen? Es geht auch um soziale Aspekte, sowohl von uns Technikern oder Betreibern bis hin zum Nutzer und Designer, wie wir diese Dinge dann aufnehmen und umsetzen, wie groß ist unser Wissensstand zu dem Thema und dann eben last but not least, immer die finanzielle Frage. Auch die Frage wurde ja heute schon aufgeworfen. Wer bezahlt was? Wer betreut was? Wo sind die ökonomischen Nutzen? Weil manchmal gibt es auch systemische Nutzen oder systemrelevanten Nutzen fürs Land, die man nicht aber unbedingt in jedem einzelnen Projekt findet. Deshalb ist es auch wichtig, sich über die Finanzen Gedanken zu machen. Das heißt, es war immer aufgeteilt in Pilotprojekte, dann größerer Maßstab und dann in die nationale Norm. Regelungen, was einmal in der Phase 0 einfach mal identifizieren, was sind denn die Barrieren, was haben wir denn für Probleme, dann die regulatorischen Anpassungen zur Erleichterung oder zur Ermutigung, was können wir da machen und dann eben in gesetzliche Vorgaben umsetzen. Bei den sozialen Aspekten immer wieder das Thema Sensibilisierung, Information, die Entwicklung von Schulungen, die Anpassungsphase immer wieder in der Weiterbildung, auch wo das Gelernte bei den Pilotprojekten zum Beispiel vermittelt wird, damit man aus den Fehlern, weil wir werden Fehler machen, das glaube ich ist immer klar, wenn wir neue Wege gehen. Das sollte man aber nicht als Scheitern empfinden, sondern als Möglichkeiten beim nächsten Projekt es besser zu machen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß, dass das in Luxemburg oder insgesamt in Europa nicht so die Kultur ist, wenn man gescheitert hat, ist man gescheitert und man sollte es sein lassen. Wir sollten uns hier vornehmen zu sagen, wir lernen daraus und wir machen es nächstes Mal besser. Deshalb ist dieses kontinuierliche Anpassung der Schulungen sehr wichtig. Bei den Finanzen in einer ersten Phase, auch wie wir es beim Klimapakt gemacht haben oder bei anderen Umsetzungen, dass man sagt, zuerst gibt es in der ersten Phase macht man ein Subventionssystem, dann setzt man diese Systeme um, um dann endgültig, wenn der Stand der Technik soweit ist, es verpflichtend zu machen, beziehungsweise über die Preise bestrafend zu machen, wenn man den Stand der Technik nicht umsetzt. Das ist immer die große Philosophie gewesen bei diesen 4 Themen. Und dann immer auch nochmal zu gucken, wer sind denn die beteiligten Gruppen, die dazu führen, dass man das weiter umsetzen kann. Das Grundidee ist, in der Vorbereitungsphase werden wir kleine bzw. keine Änderungen sehen. In der Phase 1 werden wir beim Wasserverbrauch hoffentlich eine Reduzierung sehen, weil dann die ersten Projekte anfangen zu greifen. Mit der Grundidee, dass man in Phase 3 eine Stabilisierung erreicht. Im besten Falle, das hängt aber vom absoluten Wachstum ab,
auch vielleicht eine Reduzierung erreichen könnte. Die digitalen Sensoren, ich werde jetzt nicht hier jedes einzelne im Detail besprechen, das wurde ja auch schon erwähnt, die Digitalisierung, da gibt es schon einige Projekte, Pilotprojekte, da geht es darum, die technischen Standards jetzt zu definieren, in der nächsten Phase ein nationaler Einsatz zu erwägen und dann die Datenintegration zu machen, um eben vorausschauend die Systeme zu steuern. Bei den Regelungen das Gleiche, wie kann man das machen, auch im Sinne des Datenschutzes und der Datennutzung, dass man das auch in den Klimapakt mit aufnimmt. Wie Sie wissen, der Klimapakt 2.0 ist jetzt auf dem Weg und das Thema Wasser ist auch Teil des Klimapakts und dass man dann die Anwendung des Rechtsrahmens macht und dann über in die Überwachungsphase geht. Im sozialen Bereich ist es eben auch, die Daten dann für die Haushalte verfügbar machen, das Bewusstsein dazu schärfen und dann eben auch, wie ich gesagt habe, den privaten Datenschutz sehr ernst nehmen, weil ich glaube, das könnte eine der großen Barrieren sein, dass wenn jemand glaubt, da könnte jetzt über die Wasserverbrauchsdaten persönliches Verhalten analysiert werden und dass man dann personalisierte Werbung nach Hause geschickt kommt über die Verbrauchsdaten hinweg, weil diese dann irgendwo verkauft wurden. Also ich glaube, das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, das klar zu regeln und auch das sicherzustellen, damit man damit keine Probleme bekommt in Zukunft. Und bei der Finanzierung ist es eben dann auch bei den Finanzierungsmodellen sich Gedanken machen, wie könnte man das machen. Kann man sich vorstellen, dass man dynamische Preismodelle entwickelt für die Zukunft, sobald man die Daten hat. Das heißt, ähnlich wie beim Strom, wo man sagt, wenn der Strom rar ist, dann steigen die Preise. Oder umgekehrt, wenn es genügend zur Verfügung ist, dann sinken die Preise. Das ist das Grundthema hier. Bei der Verbrauchsreduzierung, da geht es dann eben hauptsächlich um die Geräte. Da geht es darum, diese Geräte zu identifizieren. Regelmäßig müssen die abgedatet werden und dann auch irgendwie vorgeschrieben werden. Das Grundthema bei dieser Roadmap war immer auch, die bestehenden Instrumente in Luxemburg zu nutzen und weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch zum Beispiel das Label Ökotop 10. Was zuerst auch eine sehr starke Ausrichtung hatte ins Thema Energie hinein, dass man da auch nochmal auf das Thema Wasser noch vertiefend eingeht und auch da wiederum das mit ins Klimapakt mit aufnimmt. Auch hier eine Sensibilisierungskampagne macht, auch hier das Klimapakt nutzt, weil alle Gemeinden ja hier mitmachen und da man wirklich über das Klimapakt die Öffentlichkeitsarbeit auch hier regelmäßig vorantreiben kann über den Gemengebund, den es ja in jedem Gemeinden gibt, zum Beispiel als Tool. Und dann eben bei der Finanzierung kann man sich auch vorstellen, dass man sagt, okay, man macht eine Harmonisierung der öffentlichen Subventionen. Es gibt schon Gemeinden, wo es eine Subvention gibt zu diesem Thema, dass man das auch mit der Kombination macht von den Energiesubventionen. Dass man dann sagt, okay, versuchen wir ein Programm zu starten, um 100.000 Geräte hier in Luxemburg zu bekommen über diese harmonisierten Subventionen und dass man nachher eben sagt, es wird eine nationale Norm werden. Bei der Regenwasser- und Grauwassersubstitution, das ist eben jetzt auch der Punkt, den wir jetzt in den nächsten Seminaren vertiefend hier besprechen werden. Da geht es einfach darum, es gibt schon technische Ansätze. Diese Systeme sollte man genau prüfen. Was sind die Möglichkeiten? Wo sind heute die Probleme? Auch hier sich die Gedanken machen zu den Betreibermodellen. Wie könnte das aussehen? In der Phase 1 gibt es verschiedene Möglichkeiten, Pilotprojekte zu machen mit öffentlichen Bauträgern. Das Bâtiment Public fehlt hier auf der Liste, aber könnte es sicherlich sein. Aber auch die SNHBM oder der Fonds de Logement oder der Fonds de Kirchberg. Und man könnte sich vielleicht auch mal überlegen, ob man eines innovativen ökologischen Sanierungsprojekts machen könnte. Und in der letzten Phase, dass man sagt, das wird dann in die Baunormen übernommen und das wird verpflichtend werden. Auch hier wiederum in den Regelungen die Maßnahmen gucken, was ist heute möglich, was gibt es schon, wiederum Klimapakt nutzen, was eben auch Herr Kraus schon angesprochen hat, dann den Rahmen anpassen. Was sind die Vorschriften, die man erarbeiten kann und dass man diese dann nachher auch umsetzt.
im Sozialen auch wiederum regelmäßige Schulungen, wie schon vorher. Und auch hier das Thema Finanzierung in einer ersten Phase, dass man sagt, okay, es könnte vielleicht ein Zuschuss-Darlehensmodell geben über die Klimabank, weil die vielleicht die ersten anfallenden Mehrkosten deckt. Auch im Sinne von, wenn es Privatleute sind, die vielleicht vom Systemnutzen nicht so profitieren, dass man über ein Zuschusssystem die Leute dazu anregt, diesen Weg zu gehen und eben zum guckt, ob diese Zuschuss-Darlehensmodelle funktionieren und sie dann eben einen definitiven Plan zu erarbeiten, wie man sie längerfristig umsetzen kann. Gut, dann haben wir hier noch die sektorübergreifende Zusammenarbeit, das ist eben auch zu gucken, wer sind die wichtigsten Erzeuger und Verbraucher und welche Themen gibt es, um eben in dieser Pyramide, die Katja gezeigt hat, das Nutzen. Dazu gibt es ja auch die landesplanerischen Maßnahmen, dass man schon auf der Ebene beginnt und auch bei der Planung von neuen Industriezonen zum Beispiel, so eine Aktivität, auch das Thema Wasser schon von Anfang an mit aufnimmt und sich auch da zu dem Thema Kaskadennutzung was überlegt. Bei den Sozialen ist eben das Thema Sensibilisierungskampagnen, ist auch immer wieder das gleiche Thema, die Leute informieren und zeigen, was geht. Und hier bei der Finanzierung ist es eben auch so, dass es da eher in die Richtung geht, gibt es schon Computertools zur Visualisierung und Optimierung der Anlagen in der Planungsphase. Und dass man sich da auch da hier über Pilotprojekte Gedanken macht, über größere Pilotprojekte, wo man dieses Zusammenspiel dann auch austesten kann. Und dann sind eben diese Maßnahmen anzupassen. Nochmal zusammenfassend sind die vorrangigen Maßnahmen, die festgelegt wurden, war eben der beschleunigte Einsatz von digitalen Sensoren, die Sanitäranlagen mit geringerem Verbrauch, auch bei den Haushaltsgeräten den geringeren Verbrauch vorantreiben und dann eben das Thema, das jetzt auch Thema ist dieser Webinar-Serie, weil vorher auch gezeigt werden wurde, dass ein Potenzial besteht für aufbereitetes Wasser zu nutzen, für wenn Anwendungen, die vielleicht nicht Trinkwasserqualität haben, dazu gehören eben die Toiletten und die Bewässerung. Man kann sich aber auch Kühlsysteme vorstellen im geschlossenen Kreislauf zum Beispiel. Und diese Kooperation zwischen diesen Sektoren sich anguckt. Das war's von meiner Seite. Ich würde jetzt wieder zurückgeben, um nochmal einen Ausblick zu geben, wenn wir sogar noch weiter gucken würden als das, was wir vereinbart haben, um auch zu zeigen, dass man sich hier nicht stehen bleiben muss, sondern weitergehen kann. Katja, ich gebe dann wieder super. An dich zurück. Super, vielen Dank. Ich denke, dass das Wichtige, um nochmal auf diesen Begriff zirkuläres Wasser zurückzukommen, ist wirklich die systemische Betrachtung. Und wir haben ganz, ganz viele Punkte schon berührt heute. Tatsache ist, dass Wasser ganz, ganz viele Sektoren miteinander verbindet. Und die Herausforderung der Ökonomie zirkulär ist eben genau diese Systemintegration zu sehen, und zu nutzen, positiv zu nutzen, weil es viele sich gegenseitig unterstützende Maßnahmen gibt, die für mehrere Sektoren wichtig sind. Und dafür brauchen wir den Austausch. Also wirklich den ganzheitlichen Ansatz und Wasser, Energie und Stoffströme als integrale Elemente zu betrachten. Wenn wir uns angucken, und ich hatte das schon kurz angedeutet, dass 50.000 Liter pro Person und Jahr verbraucht werden heute noch und davon mehr als 2/3 Grauwasser sind mit sehr geringen Kontaminationen und selbst bei dem kleineren Drittel, was dann noch übrig bleibt mit dem 15.000 Liter pro Jahr und Person, letztendlich der Stoffgehalt sehr gering ist, Urin und Fäkalien, wenn Sie sich das proportional anschauen, dann ist wirklich zu sehen, dass auch hier ein großes Potenzial besteht, nicht nur anderes Wasser zu benutzen zur Toilettenspülung, sondern eben auch andere Toilettensysteme sich anzuschauen.
Und da hatten wir eben schon kurz die wasserlosen Urinale erwähnt. Und in den folgenden Webinaren werden wir auch auf andere Technologien, die sich durchaus schon im Praxiseinsatz befinden, eingehen und die vorgestellt bekommen. Denn auch da gibt es viel, viel Spielraum, das Wasser zu sparen. Und wenn wir die Nährstoffe im Urin und in den Fäkalien nicht so stark verdünnen würden, auch die wesentlich effektiver zurückzugewinnen. Also entlang dieses Kreislaufes gibt es ganz viele Ansätze, was wir letztendlich optimieren können, wo wir die Stellschrauben stellen können. Und ich habe Ihnen nur ein paar Beispiele mitgebracht. Es gibt in den Niederlanden schon seit vielen Jahren die Initiative Energie- und Rohstofffabrik der niederländischen Wasserverbände, die sich also schon lange zum Ziel gesetzt haben, das wiederzugewinnen, was von Wert ist. Und das Abwasser eben nicht nur als End-of-Pipe-Problem sehen, sondern als Quelle von sowohl nachhaltiger Energie als auch Rohstoffen und sauberem Wasser. Und wir hatten halt gehofft, dass wir Ihnen ein paar dieser Projekte in Person, wie Lux Wang sagte, zeigen können. Jetzt kommen die in den folgenden Webinaren. Es gibt aber eben schon 8 Abwasserreinigungsanlagen, die schon zu Energiefabriken auch umgewandelt wurden und 9 weitere sind in Planung. Es gibt auch 7 Standorte, an denen schon ökonomisch und effektiv das Phosphat zurückgewonnen wird. Und es wird sehr, sehr viel Forschung betrieben, andere wertvolle Rohstoffe wie Zellulose und Alginat entsprechend zurückzugewinnen aus dem Abwasser. Die Phosphatrückgewinnung ist durchaus schon fast Stand der Technik. Auf jeden Fall kenne ich einige Projekte, wo das schon gemacht wird und auch von verschiedenen Anbietern. Wir könnten also aus den Schlammflüssigkeiten vor oder nach der anaeroben Verfaulung entsprechend hochrein Phosphatdünger herstellen. Und der könnte eine zusätzliche Einnahmequelle sein für die Kläranlagenbetreiber und das Kostenmodell letztendlich entsprechend erweitern, was dann auch den Mehraufwand entsprechend rechtfertigen würde, aus ökonomischer Perspektive. Ein Produkt, das manche von Ihnen vielleicht kennen, ist das Crystal Green von der Firma Ostara, die ursprünglich aus Nordamerika kommt, aber auch in Europa Projekte umgesetzt hat. Interessanterweise, wenn man auf die Webseite geht von Crystal Green, wird überhaupt nicht erwähnt, dass dieses Phosphat aus der Abwasserreinigung kommt, sondern es wird wirklich mit allen Zertifikaten als kommerzieller Langzeitdünger entsprechend dargestellt und die Nutzung für die Landwirtschaft entsprechend hervorgehoben mit der Gewichtung von MPK, die wir brauchen und auch gerade das Magnesium, was wir entsprechend zurückgewinnen können über das Struvit. Im Vergleich zu mineralischen Düngerstoffen haben wir eine viel, viel bessere Bioverfügbarkeit in diesem Struvit. Und das im Kreislauf zu sehen, bedeutet auch wesentlich weniger Nitrateintrag in unser Grundwasser und weniger Belastung für unser Trinkwasser. Da sieht man diese systemische Verknüpfung. Also wenn wir die Nährstoffkreisläufe besser schließen, dann haben wir auch einen positiven Nebeneffekt auf das Wasser. Crystal Green von Astara war eins. Aqua Minerals ist in den Niederlanden, die auch eben dieses Produkt kommerziell anbieten. Also Struvit gleich Magnesium-Ammoniumphosphat. Und das Interessante ist, dass die eben auch Untersuchungen gemacht haben. Nur weil es von Abwasser kommt, muss es letztendlich nicht kontaminiert und schlecht sein, sondern es sind Forschungen gemacht worden, die ganz klar zeigen, dass es die REACH-Bestimmung erfüllt und auch geruchs- und farblos ist. Das heißt also, wenn man nicht weiß, dass es aus Abwasser kommt, dann würde man das auch gar nicht entsprechend bemerken.
ein anderes Projekt, das auch in den Niederlanden über diese Kooperation mit Aqua Minerals gemacht wird, ist zum Beispiel auch die Herstellung von Calciumcarbonat-Kügelchen, die im Trinkwasserenthärtungsprozess entstehen. Sie wissen, das wird angesät und dann wachsen die Kristalle darauf. Das ist aber auch keinstenfalls ein Abfallprodukt, sondern eine Ressource und ein zusätzliches Wertstoffprodukt, das eben weiterhin wieder eingesetzt werden kann in der Trinkwasseraufbereitung, aber auch in der Remineralisierung von Wasser, was als Kalkdünger eingesetzt werden kann, in der Glasherstellung und in anderen industriellen Sektoren durchaus als hochreiner Wertstoff geschätzt wird, etc. etc. Ich habe Ihnen hier nur so ein paar Beispiele gegeben. Das heißt also, dieser Ansatz, die im Wasser enthaltenen Stoffe, die wir eigentlich nur transportieren, auch entsprechend effektiv zurückzugewinnen und als ökonomische Ressource zu schätzen, ist ein ganz wichtiger weiterführender Gedanke bei zirkulärem Wasser. Das waren jetzt nur ein paar kleine Beispiele. Ich würde jetzt gerne wieder zurückgeben an Brigitte, die noch einen kleinen Ausblick geben wird, was wir denn dann in Webinar 2, 3, 4 noch für Sie parat haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Katja und Janot, für diese eben ausführlichen Beschreibungen des Projektes und auch Ausblicke schon in diverse Projekte im Ausland. Ich möchte jetzt zuerst auf verschiedene Fragen eingehen, die eingetroffen sind, bevor ich jetzt die zusammenfasse und den Ausblick gebe. Und zwar wurde von Herrn Heuschling gefragt, ob bei der Berechnung des Verbrauchs in der Zukunft ein steigender oder fallender Pro-Kopf-Verbrauch berücksichtigt wurde. Hier ist es so, dass ja eigentlich die ganzen Studien drehen ja um die Senkung des Pro-Kopf-Verbrauches und die identifizierten Maßnahmen zielen ja alle auf eben die Senkung des Pro-Kopf-Verbrauches ab. Und nur durch eben diese Senkung des Pro-Kopf-Verbrauches konnten ja auch in den Grafiken die Linien nach unten gewendet werden. Dann gab es noch eine Frage von Frau Gedink an Herrn Turpel, ob eine Besichtigung des Pilotprojektes in Clairvaux irgendwann möglich ist. Dann würde ich ganz gerne die Frage an Herrn Turpel weitergeben. So, jetzt zuerst. Das wird sicherlich mal möglich sein. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das eher nach Abschluss der, sage ich mal, Optimierungs- und auch Monitoring-Zusammenarbeit mit der Gestion de l'eau erst vorschlagen werden, wenn wir da auch irgendwie die, sage ich mal, auch die notwendigen didaktischen Informationen dazu geben können. Im jetzigen Zustand war es eigentlich nicht angedacht, dass wir das sozusagen öffentlich machen, weil es halt in den Techniklokalen des Schwimmbads ist. Aber ich würde schon sagen, dass wir das ins Auge fassen werden und dass wir da vielleicht auch die Informations, dass wir uns überlegen, wie wir die Informationen dann weitergeben können. Vielen Dank für diese Antwort. Dann gab es noch eine Frage von Herrn Hansen von der Uni. Wenn Grauwasserrecycling großflächig und bei vielen Einheiten umgesetzt werden, wird das Auswirkungen auf die Abwasserzusammensetzung sowie die Frachten haben, ob dieses untersucht wurde.
Hier kann ich Ihnen antworten, dass dies Bestandteil der aktuellen Studie mit BEST ist, weil das uns bewusst ist, dass eben eine Erhöhung der Stofffracht und Verringerung der Transportkapazität dieser Frachten natürlich Auswirkungen auf die Abwassernetze haben werden. Und dieser Punkt wird auch ganz klar untersucht. Dann gab es noch zwei Fragen von Herrn Feger. Zum einen, um die Wertschätzung von Trinkwasser zu steigern, wäre das stärkste Mittel eine Preiserhöhung. Dadurch würde es sich für die Industrie und auch die Haushalte eher rechnen, wenn Wassermehrfachnutzungen organisiert werden würden. Die Kosten für die Aufreinigung und den Unterhalt der Wasseraufbereitungsanlagen sind zu hoch im Vergleich mit der Verwendung von frischem Trinkwasser. Das ist absolut richtig und deshalb arbeiten wir ja auf verschiedenen Ebenen und auch auf der Ebene eben der Digitalisierung, der flächendeckenden Umsetzung von Smart Meter, die es eben ermöglichen, auch die dynamischen Kostensysteme einzuführen und auch die Wasserpreisgestaltung zu überdenken, weil Sie haben absolut recht, dass es sich natürlich eher lohnt, wenn der Basiswasserpreis von frischem Trinkwasser höher ist. Dann gab es noch eine Frage, also eine Anmerkung, dass es sehr begrüßenswert wäre, wenn wir uns als erstes um die Leckagemengen kümmern würden und die 10% des gesamten Bedarfs darstellen. Das ist richtig und auch um die Leckagen wird sich hier gekümmert. Das ist das erste Pilar gewesen, wo beim Versorger selbst über verschiedene Maßnahmen eben die Verluste reduziert werden sollen, über eben auch die Digitalisierung des Sektors beim Versorger, wo er eben auch seine Leckagen besser und schneller finden kann. Und somit auch diese Verlustmengen beim Versorger zu senken. Zusätzlich wollte ich Ihnen noch sagen, dass Sie auch, wenn Sie jetzt eben keine Frage oder Anmerkung in das Q&A reingestellt haben und Ihnen im Nachhinein noch eine Frage oder Anmerkung einfällt, können Sie die gerne per E-Mail schicken an potable@o.etat.lu. Die Adresse wird jetzt auch noch in den Chat reingeschrieben. Da können Sie eben Ihre Fragen und Anmerkungen noch reinschreiben. Für den Ausblick möchte ich Ihnen noch gerne das weitere Programm scheren. Ich versuche das jetzt mal. Das war jetzt das Falsche. Hopp. Also wie gesagt, sind diese Webinare ja eine Serie. Heute war die Auftaktveranstaltung, die allgemeine Einführung in diese Serie. Ich bin sehr erfreut über die sehr interessanten Beiträge, die es ermöglicht haben, einen Rundumschlag über die aktuellen Erkenntnisse in Luxemburg zu gewinnen, um eben einen Überblick über die Situation auch in Luxemburg zu bekommen. Und möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei allen Vortragenden dafür bedanken. Die nächsten Webinare, die werden am 31.03., 21.04. und 5.05. stattfinden. Und hier geht es um die Vorstellung eben von spezifischen Projekten im Ausland. Und so wird zum Beispiel bei Webinar 2 werden Projekte aus den Niederlanden und Belgien vorgestellt. Einerseits von DESA, wo es um die Planung und die Umsetzung von Stadtteilwassersystemen geht in den Niederlanden und Schweden. Dann ein Projekt von GEP zur Regenwassernutzung, Starkregenmanagement und politischen Motivationen und Ansätzen in Niederlanden und Belgien. Im dritten Webinar am 21.04. werden Projekte vorgestellt aus Deutschland und der Schweiz. Einmal von Inteva zur Aufbereitung und Wiederverwendung von Regen- und Grauwasser zur Einsparung von Trinkwasser, auch unter Berücksichtigung der digitalen Überwachung und Steuerung. Hier werden auch
Firmengebäude vorgestellt und Referenzprojekte. Dann einmal Projekte von Nolde und Partner zum häuslichen Abwasser als Ressource für neues Wasser, Nährstoffe und Energierückgewinnung und aber auch Wärmerückgewinnung aus Grauwasser. Der dritte Vortrag wird von der EAWAC sein aus der Schweiz. Da wird der Water Hub vorgestellt und das sind integrierte Wassersysteme. Im vierten und abschließenden Webinar wird ein Beispiel aus Deutschland vorgestellt, Hamburg Wasser, das Projekt Jenfelder Au. Und in diesem Webinar wird Best auch den aktuellen Stand zur Grauwasserstudie vorstellen, bezüglich der Parameter, die erarbeitet wurden und den regulatorischen Vorschlägen. Dann werden wir auch im letzten Webinar eben eine Zusammenfassung der Serie machen und noch einen Ausblick geben. Wie gesagt, es war geplant, die Projekte in Person zu besichtigen. Das ist leider nicht möglich. Wir hoffen, dass es mit dieser Webinar-Serie doch noch eine gute Alternative bietet. Und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie es interessant fanden und dass Sie uns auch weiter bei den drei weiteren Webinaren treu bleiben und mit Interesse am Thema dranbleiben. Damit würde ich das heutige Webinar schließen, mich bei allen Vortragenden nochmal herzlich bedanken, aber auch bei allen Zuhörern herzlich für Ihr Interesse bedanken. Ah, es kam noch eine Frage. Moment. Also, es kam noch eine Anmerkung von Herrn Hansen. Die Uni Luxemburg ist in einem europäischen Projekt involviert, in dem Zellulose PHA als Rohstoff für Bioplastik und Lipide zur Biodieselproduktion zurückgewonnen werden. Und wir können uns einmal austauschen. Das können wir sehr gerne machen. Vielen Dank. Ja. Also wie gesagt, weitere Fragen und Anmerkungen ganz gerne per Mail. Wir werden Ihnen dann auch per Mail darauf antworten. Ja, somit vielen Dank nochmal an alle Zuhörer, an alle Vortragenden und noch einen sehr schönen Nachmittag und schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.